So. Zu den Röhren. Beziehungsweise zu diesen Filterröhren hier. Ganz kurz. Das ist eigentlich total simpel. Na, jetzt haben wir hier die Filtersituation. Und wir behaupten mal, Items kommen von hier in diese weißen Eingang rein. Und hätten dann theoretisch die Möglichkeit, hier nach Blau und nach Schwarz weiterzulaufen. Oder kann man dann sagen, hier Blau soll Stein sein und Schwarz soll das sein. Na, soweit alles wunderbar. Das heißt, wenn jetzt hier ein Item rankommt, aktiviert sich quasi dieser Filter und prüft schön einmal komplett durch. Na, hallo, wo ist denn hier irgendwas zu filtern? Das Blöde ist, diese Filtertube, die filtert auch oder die prüft auch ja hier Filter, ja diese Filterdinger hier, die Definition, wo man sagen kann, was da eben rein soll. Die filtert quasi hier die Filter und prüft eben die Filter nach und sagt eben hier in Weiß, Weiß habe ich nichts, ist nichts drin, plup, ich gehe wieder zurück. Ja, und schon wandert das Item wieder zurück. Beim zweiten Durchlauf, ich prüfe nochmal wieder. Ach, guck mal hier, schwarz, da ist was. Dann geht das Item weiter. Oder eben blau ist irgendwas, geht das Item weiter. Oder halt eben rot. Wo ist rot? Da wäre theoretisch rot. Aber rot wird halt eben auch geprüft. Und wenn dann eben das erkannt wird als leer oder eben nicht gefiltert, dann ist eben Rot auch theoretisch eine der Möglichkeiten, in die eben ein Item wandern könnte. Wenn dann natürlich nichts ist, wandert das Item wieder zurück, da wo es hergekommen ist. Ja, ist klar, ne? Also weiß kommt dran. Könnte ja theoretisch nach Schwarz oder nach Blau weitergehen. Aber eben Rot oder eben, was ist das, Grün und eben was da noch alles kommen könnte, wird eben auch geprüft. Das heißt, das Item würde dann da auch weitergehen, kann nicht weitergehen, weil da nichts ist und geht jetzt zurück. Um das Ganze zu verhindern, ist es total simpel. Man schaltet einfach alle Filter aus, die man nicht nutzen möchte, und sagt eben hier, okay, in Blau kommt jetzt Erde rein. Das heißt, hier kommt ein Erde-Stack oder ein Erde-Block an. Der Filter prüft, deaktiviert, an. Ist kein Item, was ich irgendwie weiter nutzen kann. Deaktiviert, deaktiviert. Ah, guck mal hier, blau. Und schon geht es ins Blaue rein. Beziehungsweise prüft er, glaube ich, erst tatsächlich die Filter, die eben genutzt werden. Und sieht dann eben, gut, okay, im Blauen, da soll Erde gefiltert werden. Das heißt, es geht direkt ins Blaue rein. Wenn jetzt der gelbe Filter noch an wäre, und das ist eben ein Item, was da eben nicht ins Blaue reingehen soll, könnte dieses Item halt eben auch an diesen gelben Filter stoßen, erkennen, da ist irgendwie nichts weiter und geht dann wieder zurück, wo es hergekommen ist. Das heißt, du schaltest eben den Filter mit aus. Machst letztendlich das an hier auf, in dem Fall schwarz. Da wird es dann weitergehen, wenn du jetzt keinen Erdeblock hast. Kommt hier ein Cobblestone-Block an. Der Filter wird aktiv und prüft. Ah, hier blau kann ich nichts mehr anfangen. Wo kann ich noch hin? Erkennt eben, ah, guck mal, hier schwarz geht. Und geht weiter nach schwarz. Wenn jetzt schwarz auch nicht gehen würde, dann würde es natürlich zurückgehen ins Weiße. Also von daher eigentlich total simpel. Bisschen nicht so ganz intuitiv, weil natürlich irgendwie diese Filter hier in alle möglichen Richtungen ja irgendwie Abzweigungen haben. Aber eben gelb jetzt hier zum Beispiel nicht aktiv wäre, aber trotzdem gelb halt geprüft werden würde, wenn da ein Item ankommt. Lange Rede, kurzer Sinn. Alles ausschalten, was wir nicht nutzen wollen. So, und dann gucken wir mal an, wie wir hier die Filter schön machen. Gut, wir machen hier. Hier. Wir machen hier, hier, hier. Hier, hier, hier. Hier, na, hier. Hier. Beziehungsweise hier schon nicht mehr. Da kommen die Filter ran, hier dazwischen und hier dazwischen.
Filter, 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 Filter. Und das haben wir links Blätter, rechts Erde. Das heißt, hier sind die Blätter drin und da wäre dann die Erde drin. Ah, sehr gut. Das heißt, von hinten genau andersrum, da ist die Erde. Das heißt, wir sagen hier, schwarz ist Erde. Und wir kommen oben an und wir gehen hier hinten, ups, wir gehen hier hinten einmal runter und sagen dann eben, schwarz ist Erde, blau ist weiterleiten, alles andere ist aus. Ups. So, sollte eigentlich jetzt so, ne? Schwarz, hier kommt es an, geht nach schwarz dann eben rein, wenn es Erde ist und würde halt eben weitergehen nach blau und hier unten haben wir nichts, aber hier haben wir dann auch nochmal die Blätter drin. Das heißt, schwarz Blätter, Rest aus. Beziehungsweise blau soll ja weiterleiten. So, tun wir die Blätter wieder rein. Dann von hier oben. Gucken wir gleich mal. Also es würde hier so weitergehen. Ich überlege, ob wir das Ganze irgendwie unter hier unten drunter laufen lassen. Ich glaube, das machen wir. Zumindest hier in diesem Teil. Wieso ist da... Ach ja. Ich wollte gerade sagen, was ist denn da? Aber da ist ja meine... Scheiße. Lass uns hier durchlaufen. Und da haben wir gesagt, da machen wir Cobblestone rein. Gut. Nee, da kacke, da... Ach nee, wir wollten da ja sowieso irgendwann die Mese-Dinger einbauen. So, aber unter... Das klappt auch nicht, wie ich mir das gerade vorstelle. Ach komm, wir machen es wieder zu. Scheißegal. Weil ich wollte eigentlich dann noch eine Scheibe Glas drüber legen. Aber nee. Egal. Dann lassen wir es hier am Rand laufen. Da passt das dann schon. Ja? Und hier lassen wir es hochlaufen. Weil wir es können. Nein, weil wir da oben sowieso noch irgendwie was machen wollten. Und so können wir dann hier oben... Komm, wir machen es gleich ordentlich. Ja. Upsala, einer zu viel. Natürlich kein Schraubendreher mehr. Kommst du denn hier rein? Gibt's ja wohl nicht. Schraubendreher. Na komm. Hä? Es sieht so falsch aus. Naja, gut. So. Wir kommen von da. Da geht es auf jeden Fall wieder zurück. Das heißt, da brauchen wir uns gar nicht erst dann zu connecten. Wir kommen ja hier oben an. Upsa. Wir kommen hier oben an. Das heißt, wir kommen von da. Ist der jetzt richtig rum? Ist der jetzt richtig rum? Ja, er ist richtig rum. So gut, so gut. Also, wir kommen von da. Hm?
Hier kommt die One-Way-Tube rein, weil wir ja da nicht wieder zurück wollen. Und das ist zu nah, ne? Ja. Und nö, passt. Wir drehen die einfach. Oh, so rum. Und dann schließen wir uns mit unserer dritten. Wieso haben wir nur zwei von den Dingern? Ach scheiße, wir können uns da dann doch nicht connecten. Moment. Weil es soll ja alles in einem Strang irgendwie einmal durch alles durchgehen. Dann machen wir so hier ran. Ja. Wir kommen da oben hier mit dem Mesa an. Das heißt, wir gehen einmal hier um die Ecke. Wir gehen einmal... Ach, man kann sich da ja nicht runter connecten, na sowas. So. So, alles, was von da kommt, geht rein. Alles, was von da kommt, geht rein. Und es hat keine andere Möglichkeit, als hier weiterzulaufen. Wird hier gefiltert, wird hier gefiltert. Wird hier gefiltert, läuft hier. Und wir gehen hier vielleicht noch einen höher. Und lassen das dann hier oben einmal längs laufen. Und dann, wenn wir eh gerade schon oben sind, kommen wir da oben eigentlich auch die... Nee, komm, wir machen das mal so, wie es vorgesehen war. Wie bin ich denn hier? Ich bin da direkt drunter, hier direkt hinter runtergegangen. Okay. So. Da. Das heißt, hier ist ein Filter, hier ist ein Filter. Und dazwischen, sagen wir hier so. So, da sind wir hier und hier. Hier sind wir hier und hier. Und da und da. Und da und da. Na, guck mal hier, vier Filter. Warum habe ich denn hier noch genau vier Filter übrig? Ja. So. Damit hätten wir alles verkabelt. Was hatten wir hier? Hatten wir... Ja gut, es wäre halt noch unkonfiguriert. Das heißt, aus kann alles außer weiß und blau. Ja. Weiß wäre halt, geht's rein und hier geht's halt eben dann irgendwo hin. Hier kann alles aus, außer weiß und grün. Ja. Da alles außer weiß und rot. Ups. Und ja, hier ist egal, weil hier ist die Schrottkiste. Ach, meine Güte. Damit hätten wir, glaube ich, soweit alles verkabelt, ne? Oder verrohrt, je nachdem. Und hier, ja, hier machen wir dann den Eingangsbereich, was man natürlich noch gucken könnte. Na gut, hier kannst du keinen irgendwie noch nach hinten gehen, das geht nicht mehr. Aber dass wir das Ding hier vielleicht wegmachen, hier die Beleuchtung, und dann haben wir dann hier eben, den haben wir dann da, und dann haben wir da noch einen Eingang oder sowas. Ich glaube, das... Gucken wir mal, ne? Nee, das wäre eh geblieben. Machen wir gleich wieder hin. Also. Das kommt wieder hin. Dann kommt... Hier kommt... Zu. Ich würde jetzt ungern die Travel-Netbox nochmal wieder neu einrichten. So. Ja, und hier ist dann der Eingang zum, zum Wartungsraum. Direkt hier neben dem Rohr. Oh, oh. So. Nee. Es ist ein Technikbereich, also von daher passt das dann schon. Hier kann man natürlich gucken, ob wir das hier irgendwie. Ob wir das hier irgendwie zumachen, schön, aber. Nee, so.
Von der Seite sieht man nichts, von der anderen Seite sieht man natürlich dann irgendwie den ganzen Technikkram, aber das ist wunderbar, genauso soll das sein. Jetzt müssen wir hier überall noch den Boden rausmachen, weil wir da überall Cobblestone reinmachen wollen. Oh. den halben Boden unten wieder rausgerissen, meine Güte. Die Decke, nicht den Boden, so ein Quatsch. Was erzählt der wieder für eine Scheiße in seinem Let's Play? Das ist ja ekelhaft! Erstmal die Fackeln in die Wände machen. Dass wir hier in Ruhe den Boden rausreißen können. Ja. Ja, und dann gucken wir dann gleich mal. Ja, wie gesagt, so wie hier, ne? Oh, was man natürlich auch machen... Ne, es wird wahrscheinlich nicht gehen, weil wir hier nicht in der Mitte bauen können. Sonst hätte ich gesagt, man könnte hier auch die Dinger irgendwie noch verkabeln später. Aber das geht natürlich nicht mehr. Das bleibt jetzt so, wie es ist. Wenn nur so hell plötzlich. Ja, komm, leck. Nee, wir machen es ordentlich. Wenn schon, denn schon. Nicht wahr? Klopf, 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 klopf. So, haben wir hier alles jetzt? Haben wir alles, sehr gut. Da machen wir dann hier wieder schön zu. Machen wir hier auch schön zu. So. So ist doch allerliebst. Allerliebst ist das. Ich hoffe die ganze Zeit, dass ich da mit den Filtern keinen Scheiß erzählt habe, dass es tatsächlich so funktioniert, dass ich mir das richtig gemerkt habe. Oh Mann, es wäre peinlich, wenn das jetzt nicht gehen würde. Wir gucken gleich mal. Wir haben ja jetzt hier ordentlich Platz, dass wir testen können. Ja. Und ich überlege gerade, ob man den Zugang zum Technikbereich vielleicht von unten irgendwie macht. Na, unten haben wir ja schon einen Technikraum. Dass wir uns irgendeine Wand schnappen, an der wir uns dann hochbauen. Wir schauen mal. So. Hier natürlich auch. Komm, der Ordnung halber, machen wir das hier auch noch eben alles schön. Och, ey, ey, ey. So. Dann haben wir nur noch die Decke hier, die gemacht werden muss. Und dann sind wir eigentlich soweit hier soweit durch. Wir machen es eins tiefer. Einfach damit, weil damit eben alles unterhalb der Decke verläuft. Nur, dass wir dann eben wirklich schön zumachen können, die Decke. Ja. Decke, Decke hier, genau. Hab gerade die Tasten nicht gefunden. Ja, die Öffnung hier zu den Kisten, die würde ich so lassen. Ich würde sie vielleicht sogar noch irgendwie beschriften. Ja, dass man auch von hinten schnell sehen kann, was drin ist. Aber erstmal lassen wir es so, wie es ist. Mir ist vor allem wichtig, dass dieser ganze Technikkram dann gleich auch vernünftig funktioniert mit den Röhren. Nur, dass man da dann eben vernünftig filtern kann. Und dass wir dann eben auch eine vernünftige Decke gleich drin haben mit Beleuchtung. Beleuchtung gucken wir gleich mal, wie das am sinnvollsten ist.
Da mache ich dann erstmal platzhaltermäßig das Glowglass rein und später kommen dann da eben die Meselampen rein. Oh, da ganz knapp hier hinten, ne? Ups. So. Was kommt denn dann da von oben runter? Nur das Ding hier. Die kann man. Nee, da ist die Decke, ne? Ja. Schade, schade, Schokolade. Dann hätten wir sonst alles einheitlich gehabt. Na gut. Da kommt noch Mese hier oben. Gut, wir lassen da erstmal noch offen. Gucken wir gleich mal, wie wir das machen. Das war's schon, meine Güte. Ich denn noch Steine, Popeine? Guck mal, hier habe ich noch zwei Stück von und hier habe ich noch ein paar Stück von. Das ist doch ganz gut. Und Cobblestone haben wir auch noch welchen. Sonst müssen wir gleich nochmal rüber in die Kiste und welche holen. Jetzt wollte ich gerade Öfen machen. So ein Quatsch aber auch. So. Dann machen wir hier auch noch eben. Zu und zu und zu und zu und zu und zu und zu. Zu, 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 zu. Da kommt auch schon mal zu. Hier kann auch schon zu. So. Guck mal kurz. Ja gut, es würde ja so oder so schweben, okay. Jetzt hätte ich gesagt, wir verlegen das hier drauf, aber gut, dann ist das so. Wir müssen da ran. Dann lassen wir es dann da an der Wand verschwinden. Und schließen uns dann da von hinten an die Blinky Plant an. Hallo? Hallo? Upsa! Das wollte ich eigentlich vermeiden. So und so. So. Gut. So, da ist schon wieder so eine enge Kiste hier, ne? Meine Güte. Das ist halt die Scheiße, weil wir hier eigentlich wegen der Blinky Plant dran müssen. Oder wir setzen die einfach hier davor. Das würde natürlich auch gehen. Mache ich es nochmal wieder auf. Aber aus gutem Grund, weil wir hier einfach so einen reinlegen. Dann machen wir nämlich hier zu. Ich brauche Platz zum Atmen, Junge. So, hier können wir eigentlich auch schon wieder so machen. Oh, also. So.
So, passt doch. Wunderbar. Sudele. Ach, bah. Halber Liter von dem Zeug, meine Güte. Das Quarantänebärtchen, das wächst auch immer weiter. So, da kommen wir nämlich hoch mit dem Vertical Mesicon. Und dann haben wir nämlich hier unten die Möglichkeit, eine Blinkeplant irgendwie hinzustellen. Da machen wir das Ganze halbwegs ästhetisch tatsächlich. Das ist doch wunderbar. Machen wir. Ja. Shit. Aber da war keine Fackel drauf. Naja, gut. Ach, Menno. Nee, hier kann eigentlich aufbleiben. Da muss auch überall schöner Stein hin. Oh. Gut, die Erde muss bleiben, weil da ja die Baumfarm ist. Schade. Das heißt, da muss auf jeden Fall so zu. Es geht nicht anders, es muss so sein. Wir haben da technisch keine andere Möglichkeit, irgendwas besser zu machen. Aber hier können wir was besser machen. So. Da ist der Zaun drüber. Das geht also auch nicht. Hier kommen wir noch. So. Hier können wir müsste trotzdem angesteuert werden können. Gut. So. Da können wir nicht. Hier können wir wieder. Und hier drüber können wir auch. Da können wir nicht. So. Also. So. Hier kommt dann da. Was war hier? Ach, da war die Erde drüber. Naja, scheiße. Wir gucken gleich mal, ob das da trotzdem connected. Da muss ich nämlich ganz ehrlich sagen, das weiß ich auch nicht. Upsa, da ist noch Mesicon drin, gut. Wo ist denn meine Blinky Plant? Bin ich denn El Blindo oder habe ich die hier drüben irgendwo mit reingeschmissen? Ich habe irgendwas das Gefühl, dass diese Tür jetzt sofort aufgeht. Das ist auch gut. Schauen wir mal. Habe ich die denn hier mit in die Kiste? Bin ich besoffen oder was habe ich denn in die Blinky Plant? Habe ich die hier in den Versiegelchen damit reingetan? Ach, leck mich am Arsch, wir machen eine neue. Das ging doch irgendwie so, ne? Genau. Bei der Gelegenheit. So. Was mache ich falsch? Zweimal. Wo auch immer die abgeblieben ist. Ich habe die doch bestimmt irgendwo völlig beriesig in irgendeine Kiste geschmissen, oder? Naja.
Hier hätten wir auf jeden Fall noch Steine gehabt. Und wir hätten hier auch noch ein bisschen Mesopulver. Und guck mal, die Röhren haben wir hier auch noch. Aber keine Blinky, das brauchen wir eh gleich. Aber keine Blinky-Plänen, ne? Junge, wo habe ich die denn hingetan? Die ich gerade gemacht habe. Ach, ich weiß es doch auch nicht. Meine Güte. So. Drei müssten eigentlich reichen. Eins, zwei, drei. Und sie reichen natürlich nicht. Bin ich denn hier schon oben? Guck mal, ich bin hier schon oben, aber guck mal, das connectet nicht. Gut, dann müssen wir dann da wohl einmal um die Ecke gehen. Ich würde den hier trotzdem gerne mit einem Vertical verbinden. Es fühlt sich einfach irgendwie richtiger an. So, dann legen wir das ganze Zeug nämlich einfach hier daneben. Hier kommen wir dann nämlich auch wunderbar irgendwie rüber, gell? Machen wir hier noch einen höher. Hier kommen wir weg, weg, weg. Kommen wir nämlich hier wunderbar. Geht das? Das geht wieder nicht, ne? Ups. Nee, das ist scheiße.